Heute dreht sich alles um das Thema technische Filamente von Krauss und hier im Speziellen um das PA12. Dieses Video ist Teil einer Serie. Ihr seht hier gerade Teil Nummer 3. Habt ihr die ersten zwei Teile noch nicht gesehen, lege ich euch diese einfach mal unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr sie gerne anschauen. Teil 4 wird in Kürze erscheinen. Was sehen wir heute in diesem Video? Ich zeige euch, was dieses Filament so kann, beziehungsweise für was man es gerne einsetzt, die Besonderheiten auch von diesem Filament, zeige euch, was ich damit gedruckt habe, was mir gefallen hat und insbesondere zeige ich euch dann auch zum Schluss noch kurz meine Einstellungen und Druckparameter, mit welchen ich das Filament verdruckt habe, sodass ihr einen ungefähren Ansatz habt, in welchem Bereich ihr am besten starten könnt mit euren Druckversuchen, um dieses Filament dann auch drucken zu können, erfolgreich. Ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen bei Move & Set. Mein Name ist Thorsten und los geht's. PA12 ist eher schon etwas für gehobenere Ansprüche und auch eher etwas für fortgeschrittenere Anwender. Das Material hat hervorragende Eigenschaften, zu denen wir später noch im Detail kommen. Die Drucktemperatur beläuft sich im Bereich 250 bis 280 Grad, die Betttemperatur von 70 bis 100 Grad. Verpackt ist dieses Filament, ihr seht es schon, in einer speziellen Folie, die lichtundurchlässig ist. Des Weiteren muss man bei diesem Filament auch ein wenig aufpassen, was das Thema Feuchtigkeit angeht. Denn, ihr habt es ebenfalls gesehen, die Verpackung war vakuumverschweißt. Polyamid ist feuchteempfindlich, heißt, zieht Luftfeuchtigkeit an und lässt sich in diesem Fall auch deutlich schlechter drucken. Dies bedeutet, dass nicht nur die Aufbewahrung des Filamentes, sondern auch idealerweise während des Druckes immer darauf geachtet werden sollte, die Luftfeuchtigkeit so gering wie möglich zu halten. Bei mir landet es außerhalb des Druckvorgangs in einer passiven Trockenbox. Ich habe vor langer, langer Zeit mal, eines meiner allerersten Videos war das, ein Video dazu tatsächlich abgedreht. Ich habe hier einfach eine Plastikbox mit diesen Silizabeutelchen drin und diese können auch regeneriert werden. Wie das genau alles funktioniert, könnt ihr euch ja mal anschauen. Sucht einfach mal bei mir auf dem Kanal nach diesen Beutelchen, da findet ihr ein passendes Video dazu. Während des Druckvorgangs wird dieses Filament bei mir definitiv auch in der aktiven Trockenbox landen, heißt in einer beheizten Box, sodass das Filament einen möglichst guten und trockenen Zustand hat, um es zu verdrucken. Ja, was ist denn dieses Polyamid-Filament überhaupt und was kann man damit anstellen? Nun, Polyamid ist ein starkes und strapazierfähiges thermoplastisches Polymer und eignet sich idealerweise für alle Anwendungen, bei denen eine hohe Festigkeit erforderlich ist. Also mechanische Teile, zum Beispiel Zahnräder, Lager, Rollen, Kupplungen oder auch Getriebeteile aus Kunststoff sind hier durchaus Produkte, die man damit ausdrucken kann. Auch für Funktionsprototypen ist dieses Material sehr gut geeignet. Ja, hier sehen wir das Filament nun in meiner aktiven Trockenbox. Gedruckt wird natürlich wieder mit Stahlnozzle. Wir sprechen hier natürlich über PA, wie bereits erwähnt, und das Ganze faserverstärkt. Da sollte man einfach mit einer Stahlnozzle drucken. Ansonsten wird das einfach nichts werden, beziehungsweise die Messingnozzle ist viel zu schnell aufgebraucht. Ja, schauen wir uns doch mal meine ersten Gehversuche mit diesem PA12
Glasfaser 15% Anteil an. Ich starte ja ganz gerne mit einem Calibration Cube, denn hier kann ich relativ gut erkennen, wo es denn noch hapert. Die Layer hier sehen ja schon mal ganz gut aus. Ich habe ein bisschen ungleichmäßigen Fuß, ein bisschen Elefantenfuß auch. Schauen wir mal oben drauf. Ja, die Deckschicht sieht wirklich gar nicht gut aus. Also hier muss ich noch ein bisschen was tun. Könnte daran liegen, dass das Infill innen drin vielleicht ein bisschen zu heiß wurde beim Drucken, nicht genug abgekühlt hat und deshalb auch die Deckschicht nicht in Ordnung war. Könnte aber auch ein paar andere Ursachen haben. Ich werde als erstes mal ein bisschen mit der Kühlung arbeiten. Von unten sieht das perfekt aus, also so wie es sein soll. Ja, nächster Versuch. Ja, und hier sehen wir meinen nächsten Versuch. Sehr schöne Layer, sehr schöne Oberfläche hier, auch unten nach wie vor top. Sehr schönes Ergebnis, für mich passt das soweit. Also ja, so sollte ein Würfel im Prinzip aussehen. Ein bisschen habe ich immer noch hier unten den Elefantenfuß. Hier muss ich noch mal ein bisschen nachsteuern. Das war aber jetzt beim zweiten Ausdruck nicht meine Priorität. Ansonsten würde ich sagen, ist das doch ganz ordentlich. Der Look sieht wirklich toll aus. Als nächstes habe ich dann dieses etwas größere Bauteil ausgedruckt. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Es handelt sich hierbei um ein Absaugwerkzeug für eine Bohrmaschine. Man steckt also hier den Schlauch eines Staubsaugers auf und hält dann im Prinzip dieses Element einfach an die Wand. Das saugt sich fest. Hier über Unterdruck und ja, den Bohrer setzt man hier einfach dann in der Mitte an, startet seinen Bohrvorgang und der ganze Schmutz wird direkt hier über die Löcher abgezogen und man hat hinterher keine Fergeleien an der Wand oder gar auf dem Fußboden. Ein wirklich tolles Teil. Viel interessanter an der Stelle ist allerdings der Look und der sieht wirklich sehr professionell aus mit diesem PA12, 15% Glasfaser. Auch die Überhänge hier, man sieht das ja, ich halte das mal so hin, dass ihr das ein bisschen erkennt, wie steil der Überhang hier ist. Der ist ja nicht ganz ohne. Und mit ein bisschen Luftzufuhr, man sieht das, der ist absolut perfekt. Hier gibt es gar keine Probleme in irgendeiner Form zu sehen. Es fühlt sich alles sehr, sehr hochwertig und auch wirklich sehr stabil und sehr, sehr robust an. Und auch ein kleiner Sturz macht diesem Filament einfach gar nichts aus. Da dieses Filament auch für Kupplungen geeignet ist, dachte ich mir, hey, das wäre doch mal was. Ich druck mir mal hier eine Kupplung für eine Z-Spindel aus. Der ein oder andere kennt es. Beim Drucken hat man ganz gern Wobbling-Probleme bei manchen Druckern. Und das liegt zum einen daran, dass die Spindel nicht immer gerade sind. Zum anderen daran, dass diese Kupplungen hier oftmals sehr steif und starr sind und diese leichten Wobbel, die in dieser Spindel schon vorhanden sind, dann nur noch verstärken und es dadurch zu den ungeliebten Wobbling-Effekten auf dem 3D-Druck kommt. Es gibt viele verschiedene Lösungsansätze für dieses Problem. Ein Lösungsansatz ist es, eine hochwertige Kupplung zu kaufen, die zwischen Motor und Z-Achse befestigt wird und so durch ein wenig Dämpfung an dieser Stelle einfach diese Wobbel etwas ausgleichen kann. Nun, der Nachteil ist, diese Kupplungen sind wirklich nicht günstig, also kann man auch einfach mal schauen, was es so zum Drucken gibt. Wir haben ja einen 3D-Drucker, also warum nicht? Ich habe mir also diese Kupplung mal ausgedruckt und werde die bei nächster Gelegenheit einfach mal testen und schauen, wie gut sie funktioniert. Zurück zum Filament. Sehr wertig, sehr stabil. Minimal gibt das Kupplungselement hier nach und ich bin schon sehr gespannt, wie es sich dann in der Praxis verhalten wird. Insgesamt auch das hier ein guter und gelungener Druck. Die Oberfläche könnte minimal schöner sein. Ich musste mit Prim drucken. Dementsprechend
war das Brim auch hier innen drin und es ist sehr stark zusammengewachsen. Das Material ist sehr, sehr stabil übrigens und ich musste das mit einer kleinen Zange rausholen. Ich konnte es gar nicht einfach so rausschneiden. Daran sieht man schon, wie robust das Ganze ist. Dementsprechend sieht das hier jetzt ein klein bisschen ausgefranselt aus. Das liegt aber ganz und gar nicht am Filament, sondern eher an der Art und Weise, dass ich es eben mit Brim gedruckt habe. Und sind wir mal ganz ehrlich, eine Kupplung muss ja auch keinen Schönheitspreis gewinnen. Auch beim PA12-Filament möchte ich euch noch gerne zeigen, wie meine Druckeinstellungen waren. Die Qualität und die Wände sowie oben und unten ist hier gar nicht mal so Kriegsentscheidung. Schauen wir mal kurz auf die Füllung. Hier hatte ich 20% eingestellt als Linienmuster. Das Material habe ich recht heiß gedruckt mit 280 Grad auf der Düse und 100 Grad auf dem Druckbett. Mein Druckbett war wieder eine FR4. Ich habe einfach mit FR4 hervorragende Erfahrungen gemacht. Ich lege euch mal ein Video in die Beschreibung rein zu diesem Thema Test von Dauerdruckplatten. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne ja mal reinschauen und euch meine Erfahrungen mit Dauerdruckplatten ansehen. Die Geschwindigkeit, Druckgeschwindigkeit 50, Wandgeschwindigkeit 25, obere, untere Schicht mit 20. Bewegung, Retract mit meinem Kidi Direct Extruder, Retract an und Einzugsabstand 1,5 mm. Kühlung hatte ich nur sehr wenig an, 15% und als Maximaldrehzahl 30%. Das kam auch nur an wenig Stellen letztendlich zum Einsatz, nämlich an den Überhängen. Und diese waren ja auch jetzt nicht so groß. Stützstrukturen hatte ich hier nicht benötigt. Das war's auch schon von den Einstellungen aus meiner Sicht. Mehr benötigt es auch gar nicht. Ich habe dieses Filament gedruckt wieder auf eine FR4-Platte. Bei diesem etwas größeren Druck, diesem Staubsaugeradapter für an die Wand zu halten, hat das einwandfrei funktioniert. Auch bei meinen Cubes ging das relativ gut. Also die Calibration Cubes hat super funktioniert. Die Kupplung, die hatte eine sehr kleine Auflagefläche und die war ja sogar in der Mitte noch gespalten. Also habe ich das Ganze mit einem Prim versehen und auch hier war die Betthaftung so nicht 100% zufriedenstellend. Ich nutze dann gerne an dieser Stelle 3D-Lack. Kann man sehr gut einsetzen bei FR4-Platten. Einfach ein Spritzer drauf und die Haftung verbessert sich noch mal deutlich, zumindest mal bei den ungeschliffenen Platten, wie ich sie größtenteils verwende. Bei den geschliffenen braucht man sowas normalerweise nicht, aber gerade auf meinem Kidi habe ich halt eine ungeschliffene in der Größe drauf. Ebenfalls sehr gut einsetzbar ist der 3D-Lack meiner Meinung nach auf diesen, ich nenne es jetzt mal Ultra-Base-ähnlichen Glasplatten. Also diese geriffelten Blasplatten, die man bei relativ vielen Druckern ja vorfindet, die am Anfang einfach super gut haften und mit jedem Druck, den man macht, die Haftung einfach ein bisschen schlechter wird, bis irgendwann man das Gefühl hat, gar nichts geht mehr. Ein Spritzer 3D-Lack drauf, so mache ich es mittlerweile, spart mir Zeit, funktioniert einwandfrei und die Platte ist wieder für längere Zeit nutzbar. Ja, das Video ist schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr mich wiedersehen wollt, klickt unten auf Abonnieren und danach auf die Glocke. Kostet nichts, dabei sein ist alles. Und ihr erfahrt direkt, wann ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß beim 3D-Drucken von vielleicht technischen Filamenten. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.